Hey Mann, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute ein kleines besonderes Video für dich. Ich bin hier noch in Spanien. Zu der Zeit, wo du dieses Video siehst, werde ich nicht mehr in Spanien sein. Aber ich dachte mir, ich erzähle dir von einer kleinen Verführung, die gestern Abend stattgefunden hat. Gib dir so ein paar Punkte mit, von denen du lernen kannst. Hab dir auch einen kleinen Textausschnitt mitgebracht, den ich dir da zeigen werde. Und ja, hoffe auf jeden Fall oder weiß auch, wenn du das Video schaust, wirst du einiges an Mehrwert mitnehmen und auch nochmal sehen, wie einfach es sein kann, Frauen relativ schnell auch zu verführen, relativ schnell mit Frauen zu schlafen, wenn gewisse Dinge passen und wie du das auch schaffen kannst. Also starten wir einfach mal direkt in die Story. Ich bin also hier unterwegs an der Strandpromenade mit meinem Kumpel und wir haben so ein paar Frauen angequatscht. Und das allererste, ich werde auch gefragt, wie verführe ich Frauen im Partyurlaub? Das ist natürlich auch ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer, weil die Leute kommen natürlich auch im Partyurlaub, um Spaß zu haben. So viele Leute sind so, hey, das ist jetzt Urlaub und keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht so und da bin ich jetzt ganz entspannt. Und was das für mich bedeutet, ist auch, dass ich ein bisschen dominanter erstmal von vornherein an die Sache rangehen kann. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe die Frauen relativ dominant, relativ laut, relativ anwesend angesprochen. Und gerade wenn wie hier sehr viele Promoter auch unterwegs sind, die ganze Zeit Leute voll quatschen, musst du halt umso präsenter sein, weil sonst laufen dir die Frauen einfach weg, weil sie denken, du bist der nächste Promoter. Und so war das mit Claudia auch. Claudia dachte, ich wäre ein Promoter und ich nenne sie Claudia, weil wir an dem Abend, gestern Abend abgesprochen haben, dass wenn ich von ihr erzähle, ich sie doch gerne Claudia nennen soll. Sie hat nämlich dann auch rausgefunden, was ich mache, hat mein Buch gefunden und so weiter, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, ich spreche Claudia an, die kamen vom Strand, sie und ihre Freundin und ich habe irgendwie, kam ich laut geschrien, so, hey, komm, bleib stehen, ey, also mit dem Grinsen im Gesicht, nicht so, hey, bleib stehen, das wäre halt creepy, sondern so, hey, bleib stehen oder irgendwie sowas. Und dann blieb sie halt stehen, dann haben wir kurz gequatscht und sie dachte halt in den ersten Momenten, ich wäre Promoter. Und dann, wir haben auch nicht lange gequatscht, wir haben so 5, 6 Minuten gequatscht. Ich habe gesagt, dass ich fand, sie sah ganz interessant aus und ich wollte mal schauen, ob sie interessant ist. Also auch so ein bisschen so qualifizierungsmäßig, so hey, guck mal, du sahst interessant aus und ich wollte schauen, ob du interessant bist. Ich meine, so ist es ja auch, du siehst die Frau und du denkst dir vom Äußeren her, ja, finde ich interessant. Und dann willst du halt schauen, okay, gucken, ob die auch interessant ist. Eine Sache, die ich auch gemacht habe, ich erinnere normalerweise Gespräche nicht so gut, aber ein paar Sachen weiß ich davon noch, dass ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob du cool bist. So, ich muss noch rausfinden, ob du cool bist. Ich mag einfach so kleine Qualifikationsspiele. Das gibt der Frau einfach so ein bisschen den Eindruck, dass du extrem auswählst. Und das ist ja auch der Fall. Also diese Qualifikationssachen sind einfach super wichtig, weil natürlich wählst du die Frau auch aus und dadurch, dass du diese Qualifikationssachen bringst, wie ich weiß noch nicht, ob du cool bist, das muss ich noch rausfinden, oder ich fand, du sahst interessant aus, aber ich muss schauen, ob du wirklich interessant bist. In dem Moment, wo du ihr diese Sachen gibst, hebst du dich halt automatisch von anderen Männern ab. Das ist super wertvoll und schaffst es halt für die Frau auch in einem relativ besonderen Licht dazustehen. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass du optimalerweise aussuchen solltest. So ist es auch bei mir. Ich habe keinen Bock, mit jeder Frau zu schlafen. Ich will einfach, dass das irgendwie auf einer gewissen Ebene passt. Ich will die auf einer gewissen Ebene auch cool finden. Ich bin halt niemand, der einfach eine Frau so mit an die Hand nimmt und dann direkt ohne mit der zu quatschen irgendwie Sex mit der hat. In manchen Fällen sicherlich, wenn sie super heiß ist und ich gerade super geil bin, okay. Aber ansonsten mag ich es einfach, wenn man auch ein bisschen so kommunizieren kann. Wenn die Frau auch ein bisschen interessant ist. Auf jeden Fall quatschen wir kurz 5, 6 Minuten und dann müssen die beiden weiter und ich tausche halt Nummern und dann sagt sie, ja, cool, wir sehen uns dann später. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, vielleicht. Ich sage bei solchen Sachen immer, ja, vielleicht. Ja, weil ich weiß nicht, ob ich sie sehe, ich weiß nicht, ob ich Lust habe, ich weiß nicht, ob ich rausgehen will später noch. Ich sage dann, ja, vielleicht. So, wo andere Männer halt sagen, oh ja, klar, ich hoffe, wir sehen uns, wann wollen wir uns denn sehen? Oh das wäre voll toll, wenn wir uns sehen, sage ich so, vielleicht. Ja, vielleicht sehen wir uns. Ich weiß es halt noch nicht genau. Deswegen sage ich hier vielleicht. Und das ist auch wieder so eine Sache. Auf der einen Seite könnte man sagen, es ist Taktik. Auf der anderen Seite ist es einfach die Wahrheit, dass ich halt überlege, hey, keine Ahnung, vielleicht sehe ich sie auch nicht. Vielleicht habe ich auch keine Lust, sie zu sehen. Kann halt sein. Und deswegen sage ich einfach vielleicht und hebe mich dadurch automatisch wieder von anderen Männern ab. Also solche Sachen einzubauen, solche Knappheitssachen, solche Qualifikationssachen, immer super, immer spaßig und gibt der Frau einfach einen ganz anderen Eindruck von dir. Witzigerweise, mein Kumpel, der mit mir unterwegs war, meinte dann noch zu mir, ja,
ah, mit der wirst du heute Abend schlafen. So, ich glaub, mit der wirst du heute Abend schlafen, weil sie war auf jeden Fall, das war ein Fall von, sie war relativ schnell von mir auch angezogen. Liegt zum einen daran, dass das Auftreten war sehr gut. Ich hatte ein sehr dominantes, sehr präsentes Auftreten. Lag aber auch daran, dass wir regelmäßig die einzigen Männer hier waren, die nicht komplett betrunken waren und die halt einigermaßen cool waren. Also wir sind halt hier unterwegs, ich mit meinen Freunden, die halt unternehmerisch tätig sind, die die Firmen haben, die Mitarbeiter haben und ich halt mit meiner eigenen Selbstständigkeit. Wir sind halt einfach im Gegensatz zu diesen Männern hier cooler. So, das sind halt irgendwelche Männer, die sind die ganze Zeit besoffen und schreien, brüllen rum und fressen die ganze Zeit nur Pommes und so. Und wenn du da halt nüchtern unterwegs bist und einfach cool drauf bist und auch noch was mit Frauen kannst, wenn du flirten kannst, dann bist du halt hier ziemlich in eine ziemliche Rarität und einfach hast einen größeren Wert als die anderen Männer. Und da war halt sehr schnell Anziehung da, das habe ich auch gemerkt. Ich war mir nicht sicher, ob das direkt am Abend dann zum Sex führt. Mein Kumpel war sich sehr sicher, aber ja, da hatte er anscheinend einen guten Riecher. Und dann saßen wir halt hier abends in der Wohnung, ich und mein Kumpel, und mein Kumpel war dann laufen und ich war zu ihm, ja, wollen wir nachher noch rausgehen? Die beiden Mädels sind irgendwie am Strand unterwegs. Ich hatte kurz mit denen geschrieben, von wegen, ja, wo seid ihr denn? Die meinten so, ja, wir sind hier in der Nähe vom Bierkönig und ich meinte, ja, mal gucken, ob wir noch kommen. Mein Kumpel ist noch nicht sicher, ob er rausgehen will. Und dann war mein Kumpel laufen und kam halt wieder, meinte, er geht jetzt schlafen. Und ich so, na gut, und dann hatte ich mich schon darauf eingestellt, mich auch einfach entspannt hier mit dem Laptop noch ein bisschen hinzuchillen, hatte das auch gemacht und hatte nebenbei noch ein bisschen mein WhatsApp auf und habe nebenbei noch ein bisschen mit ihr geschrieben. Und irgendwann, und das blende ich dir jetzt ein, fragt sie mich so, sehen wir uns? Also ich blende das jetzt da oben in der Ecke ein. Ne? Dann fragt sie mich, sehen wir uns? Das siehst du da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, klar, ich hätte schon Bock, sie zu sehen, aber halt nicht unter den Umständen, dass ich jetzt ich und, also dass ich alleine mit ihr und ihrer Freundin rumhängen muss, weil das war mir logistisch einfach zu nervig, so, weil ich hätte schon Bock gehabt, glaube ich, mit ihr zu schlafen und dann wäre es mir halt logistisch zu blöd gewesen, jetzt mit ihrer Freundin auch noch rumzuhängen. Für ihre Freundin wäre es auch blöd gewesen, weil ich hätte mich ja mit ihr unterhalten wollen, also es wäre einfach total dumm gewesen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, pass auf, das siehst du jetzt da auch. Wir können uns gerne sehen, aber du bist halt mit der Freundin unterwegs und das ist irgendwie Kacke für sie und auch Kacke für mich und da habe ich auch keinen Bock drauf. Und an dieser Stelle wieder, sei auch nicht so, also du merkst an dieser Stelle, ich bin halt nicht, also ich sterbe jetzt nicht, wenn wir uns nicht sehen. Also ich bin nicht abhängig von ihr, ich bin nicht abhängig davon, dass sie jetzt wahrscheinlich mit mir Sex haben wird. Es ist nicht so, oh, ich muss unbedingt diesen Sex haben, sondern ich denke mir, okay, unter diesen Umständen finde ich es cool, ansonsten bin ich eher raus. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass du nicht so in so einer Abhängigkeit bist und sofort jeder Frau hinterherrennst, die sich mit dir treffen will oder die vielleicht mit dir schlafen will und sagst, ja, okay, oh, sofort, ich bin sofort dabei. Und also, dass du da nicht so bedürftig bist. Ich denke mir, ja, okay, vielleicht kommt es dazu, vielleicht kommt es nicht dazu. Was macht es für einen Riesenunterschied? So, alles gut, alles entspannt. Kommt früher oder später sowieso immer dazu. Man muss sich da auch keinen Stress machen. Und habe ich halt das geschrieben, habe ich einfach sehr direkt geschrieben, pass auf, so ist es und das. Und dann meinte sie ja halt zu mir, das siehst du ja jetzt auch, okay, pass auf, ich kann auch meine Freundin nach Hause schicken. Das fand ich in dem Moment sehr witzig, weil ich mir dachte, okay, die ist ganz schön committed, dass sie ihre Freundin nach Hause schicken will. Es stellte sich dann raus, dass ihre Freundin einfach auch noch mit Leuten unterwegs war und dann hat es auch gepasst. Und dann meinte ich, ja cool, so können wir das machen, wir treffen uns gleich. Und dann haben wir uns da getroffen vorm Megapark und dann noch eine ganz witzige Situation. Stand sie da rum und wir standen so ungefähr 10 Meter voneinander entfernt und sie hat mich nicht gesehen. Und ich so, ja, pass auf, ich bin knapp 10 Meter von dir entfernt, du findest mich schon oder irgendwas. Das siehst du auch im Chat, dass ich blende hier nochmal ein, du findest mich schon. Und da meinte sie, also entweder kommst du jetzt zu mir oder ich hau ab, ich habe extra meine Freundin für dich stehen lassen. Und ich hatte schon so ein bisschen im Gefühl, dass sie so ein bisschen auf dominant tun wollte da am Anfang. Und ich habe einfach so ein Lachsmiley geschrieben, weil ich mir dachte, ja, pff. Also, und viele Männer werden dann halt sofort hingerannt. Also, ich habe sie ja, sie hat mich nicht gesehen, aber ich habe sie gesehen und hat sie das geschrieben, von wegen, entweder du kommst jetzt zu mir oder ich bin weg. So, und viele Männer werden halt sofort hingerannt, so, oh nein, dann verliere ich den Sex, oh, los, schnell hin. Und ich saß halt auf diesem Stein, wo ich auf sie gewartet habe und musste einfach nur kurz lachen, so, weißt du. Habe ihr dann einfach so ein Lachsmiley geschrieben und habe ihr dann geschrieben, ja, dreh dich einfach um. Dann hat sie sich umgedreht, dann haben wir uns auch gesehen und dann kam sie halt zu mir rüber. Genau, dann haben wir noch ein bisschen was zu trinken besorgt, ich habe ein bisschen Alkohol getrunken, weil ich sonst hier nicht viel Alkohol getrunken hatte. Und dann bin ich mit ihr auf so einen Aussichtsturm am Strand. Also gerade wenn du am Strand bist, geh mit den Frauen am Strand, das ist einfach ein toller Ort. Ich mag das da. Ich mag es aber auch persönlich da. Bin ich mit ihr auf so einen Aussichtsturm geklettert. Also es ist so ein Turm, wo normalerweise die Lifeguards, die jetzt weiß ich die Übersetzung nicht, die Baywatch Lifeguards da drauf gehen, also die Rettungsschwimmer drauf sind und beobachten. Da haben wir uns draufgesetzt, haben einfach ein bisschen gequatscht
Und wie gesagt, ich mache das einfach gerne, dass ich noch ein bisschen mit Frauen quatsche. Bei dieser speziellen Frau war es so, dass, also bei Claudia war es so, dass wir auch, glaube ich, hätten sofort nach Hause gehen können, weil es war einfach, dieser Vibe war da. Wir hatten das sozusagen ja auch schon abgesprochen. Aber ich mag es einfach gerne, wenn man noch ein bisschen quatscht, dann fühlt sie sich wohler, dann fühle letztendlich auch ich mich wohler. Also ich mag das auch. Ich finde es halt cooler, mit einer Frau zu schlafen, wo ich so ein bisschen eine Connection zu habe, als wenn jetzt gar nicht. Und ich habe es halt nicht eilig. Deswegen quatsche ich halt ein bisschen mit ihr auf dem Turm. Wir waren ungefähr eine halbe Stunde da. Ich habe ganz entspannt mein Smirnoff auf Eis getrunken. Auf dem Turm zum Beispiel habe ich nicht viel, war ich kaum körperlich, weil ich wusste, okay, ich kann einfach später zu jedem Zeitpunkt körperlich werden, ist da jetzt kein Stress. Wenn du komfortabel damit bist, körperlich mit Frauen zu sein, dann musst du dir keinen Stress machen, um überschnell körperlich mit Frauen zu sein. Das muss nicht unbedingt sein. Wenn du aber merkst, dass deine Flirts immer sehr viel in so eine freundschaftliche Ebene rausdriften oder die Frau irgendwie dich sehr so als Beziehungsmaterial sieht, obwohl du sehr viel Sex haben willst, wenn das der Fall ist, dann solltest du ein bisschen körperlicher werden, um schneller zu kommunizieren, was es ist, was du willst. So, wir haben also ausgetrunken und dann habe ich ihr gesagt, ja komm, wir gehen jetzt, also komm, steig runter. Also ich hab gar nicht gesagt, komm, wir gehen jetzt nach Hause, obwohl ich es auch hätte so sagen können. Ich habe einfach gesagt, komm runter, wir gehen weiter. Und was ich auf Dates immer mache oder was ich einfach generell mache, so ich bin sehr dominant in meiner Art zu kommunizieren. Ich bin dann so, los, komm, wir gehen. So, ich bin nicht so, oh, wollen wir vielleicht weitergehen, sondern ich bin, los, komm, wir gehen. Also auf Dates, gerade mit Frauen, mache ich es, also in meiner Welt ist es immer so, das ist meine Grundannahme. Also ich bin der Dominante und ich führe diese Interaktion. Das macht es einfacher für dich, weil wenn du nicht die Führung übernimmst, dann werden viele Schritte vielleicht gar nicht passieren. Wenn du der Frau die Führung überlässt, die Frau wird nicht die Schritte gehen, die du vielleicht gehen möchtest. Deswegen solltest du die Führung übernehmen und kannst dann immer noch schauen, ob die Frau bereit dazu ist. Deswegen mache ich immer direkte, klare Aussagen bei allen Dingen. Und nicht so fragen, zum Beispiel so, oh, wollen wir jetzt weitergehen, sondern ich weiß, ich will jetzt mit nach Hause, also sage ich, komm, wir gehen weiter. Und dann kommentiere ich das auch nicht weiter. Ja, und wenn sie gefragt hätte, wo wir hingehen, sage, hätte ich gesagt, zu mir nach Hause und dann hätte ich gesagt, aber es gibt keinen Sex heute. Das habe ich auch zu ihr später gesagt. Das ist so eine lustige Sache, die ich gerne mache. So, es ist halt offensichtlich, dass wir miteinander schlafen werden und ich sage einfach so, aber heute gibt es keinen Sex. So, das ist halt witzig, weil auf der einen Seite verwirrt sie das noch ein bisschen, weil vielleicht gibt es halt wirklich keinen Sex, denkt sie sich. Auf der anderen Seite zeigt das halt nochmal, dass du jetzt nicht so ein Typ bist, der überabhängig vom Sex ist und der unbedingt diesen Sex braucht. So, und das ist einfach attraktiv. Das kommt natürlich noch besser rüber, wenn du tatsächlich den Sex nicht brauchst und wenn es nicht nur eine Lüge ist. Ja, so wie das in meinem Fall war, ich war tatsächlich in Ordnung damit, wenn das jetzt nicht zum Sex geführt hätte, wäre auch in Ordnung gewesen. Dann sind wir halt noch ein bisschen rumgeschlendert, sind Richtung meiner Wohnung und da gab es auch überhaupt keine Probleme. Es gab auch vor dem Sex keinen Widerstand, einfach weil es so gepasst hat. Die Anziehung war da, das war ziemlich klar, dass wir beide das wollten. Das war alles sehr direkt kommuniziert. Ich habe das alles sehr direkt geführt. Finde ich immer wichtig, eine sehr direkte Führung. Habe sie halt mit hochgenommen. Haben wir uns noch ein bisschen hingechillt. Hier haben ein bisschen Wasser getrunken. Ich habe ein bisschen Musik angemacht. Dann kam kurz noch mein Mitbewohner raus aus seinem Zimmer. Der hatte schon gepennt. Und dann bin ich so ein bisschen ins Bassin übergegangen. Vom Bassin habe ich schon oft erzählt, dass ich das super gerne mache, weil es einfach ein toller Übergang ist zu was Sexuellem, zu was Körperlichem. Ich hätte sie auch einfach direkt küssen können. Fand aber Massieren cooler, weil ich einfach super gerne massiert werde. Ich bin ständig verspannt im Nackenbereich. Massieren konnte Claudia nicht so gut. Wenn du das gerade schaust, Claudia, da musst du noch ein bisschen üben. Wir hatten einen schönen Abend, aber massieren war nicht deine größte Stärke. Ist auch nicht meine größte Stärke. Und dann habe ich, sie meinte so, oh, das ist ungewöhnlich. Eigentlich massiere ich immer werde ich mal massiert. Und ich meinte so, ja, ich massiere dich auch gleich. So, dann beim Massieren zog sie mir dann schon so mein Oberteil aus. Ich so, okay. Dann habe ich sie ausgezogen, beziehungsweise sie sich. Ich habe sie massiert. Beziehungsweise da war so ein bisschen Widerstand. Sie war so, nein, massieren, nein, ich will nicht massieren. Und an der Stelle war ich dann, weil ich gemerkt habe, sie folgt sowieso meiner Führung. Ich habe halt gemerkt, sie folgt meiner Führung und das ist überhaupt kein Problem. Deswegen habe ich an der Stelle nochmal sehr dominant gesagt, los, komm, dreh dich um, leg dich hin, jetzt, ich will dich massieren. So, oder jetzt massierst du mich. Ich habe gesagt, dreh dich um, jetzt, du massierst mich, jetzt. So, nicht von wegen, oh, könntest du mich massieren, sondern du massierst mich, los, komm, jetzt. So einfach sehr direkt und sehr klar dominant kommuniziert, weil ich halt auch vorher gemerkt habe, sie folgt meiner Führung. Was heißt das, sie folgt meiner Führung? Wenn du merkst, eine Frau antwortet auf deine Fragen, wenn du merkst, eine Frau geht einfach so mit dir mit, wenn du merkst, eine Frau folgt den kleinen Sachen, die du sagst. Wenn du sagst, komm, wir gehen jetzt runter hier vom Turm oder kletter auf den Turm oder halt das mal kurz und du gibst dir irgendwas oder geh mal kurz zur Seite und sie folgt einfach deinen Anweisungen, dann weißt du halt, sie ist in deinem Führungsframe und dann folgt sie auch größeren Dingen. Also du kannst damit klein anfangen, indem du zum Beispiel
sagst, gib mir mal deine Hand, ja, mache ich oft im Flirt, um zu schauen, wie weit ist die Frau mit mir, und wenn sie mir ihre Hand gibt, dann ist das ein gutes Zeichen, so, dann folgt sie schon in gewisser Weise meiner Führung. Wenn sie das nicht macht, dann ist da noch nicht so viel Vertrauen da, dann folgt sie meiner Führung noch nicht so sehr. Und genau, dann haben wir uns halt massiert, und der restliche Übergang war einfach, ja, einfach logisch und simpel so. Ich habe sie dann genommen, habe ihr gesagt, sie soll sich auf mich draufsetzen. Also ich habe ihr gesagt, steh auf, setz dich auf mich drauf. Also ich arbeite in diesen Momenten immer mit Imperativen, also mit der Befehlsform, immer. So, weil das leitet dann auch in den etwas dominanteren Sex, den ich cool finde, auf den auch viele Frauen stehen, immer im Imperativ, in der Befehlsform so. Steh auf, setz dich auf mich drauf, und dann habe ich sie halt geküsst. Wir haben angefangen rumzumachen, uns auszuziehen, und dann sind wir halt rüber in mein Schlafzimmer. Und ja, genau, den Rest überlasse ich jetzt deiner Fantasie. War ein cooler Abend. Ich bin mir sicher, Claudia hat das auch, sieht dieses Video, kann ich mir zumindest vorstellen, weil das habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen, aber sie kannte tatsächlich dann, ich habe sie hatte mein WhatsApp, und in meinem WhatsApp konnte man meinen Vor- und Nachnamen sehen, das wusste ich gar nicht. Und dann hatte sie mich so ein bisschen bei Instagram nachgeschaut und hatte so meine Bilder gesehen und alles, und hatte dann auch mein Buch gefunden, und dann das Erste, was sie zu mir sagte, so, ja, bin ich dann nachher auch eine Story in deinem Buch? Ich will dann aber Claudia heißen, so. Und es war halt mega witzig. Und auch an so einer Stelle, sowas verunsichert mich halt nicht. Also entweder ist sie cool damit, dass ich das mache, was ich mache, oder sie ist halt nicht cool damit und geht weiter, so. Es macht für mich auch keinen Unterschied, so. Dann lerne ich halt eine andere Frau kennen. Es gibt ja viele Frauen da draußen. Also lass dich niemals für etwas verunsichern, was du bist, wenn du Truckfahrer bist, wenn du Sammler von Briefmarken bist, was auch immer es ist. Das ist halt dein Ding, so. Meine Selbstständigkeit ist mein Ding, das mache ich halt. Ich habe Bücher geschrieben, so ist es halt. Ich habe viel mit Frauen zu tun, das ist auch so. Und wer damit cool ist, ist damit cool. Und wer damit nicht cool ist, ist alles auch in Ordnung. Der ist damit halt nicht cool. Aber ich bin auf die Leute da nicht angewiesen. Ich habe da keinen Stress. Und deswegen haben wir da halt ein bisschen drüber gequatscht. Es hat mich jetzt aber irgendwie nicht verunsichert, dass sie da das so extensiv angesprochen hat. Dann haben wir ein bisschen über diese Thematik geredet. Es ist ja auch immer ein tolles Thema so. Auf einem Date über das Thema Frauen, Dating und diese Frau-Mann-Beziehung zu sprechen, ist super interessant. Das ist ein cooles Thema für Frauen. Ich mag dieses Thema auch. Kannst du immer drüber sprechen. Super interessantes Thema. Naja, auf jeden Fall, genau, wir hatten dann einfach Sex, war ein wirklich cooler Abend. Dieses Dominante, dieses Imperativ und Befehlsformmäßige habe ich dann im Bett auch so weitergemacht. Ich mochte das, sie mochte das, und sowas kannst du durchaus auch beim ersten Mal Sex machen, wenn du das richtig durchziehst. Du musst halt einfach schauen, dass die Frau sich auch auf gewisse Weise wohl bei dir fühlt, also dass die Frau auch merkt, hey, du bist ein cooler und entspannter Typ. Das heißt, wenn die Frau dann so ein bisschen Widerstand gibt, dann einfach kurz entspannt sein, locker sein, kurz einen Schritt zurück und dann das Ganze nochmal probieren. Einfach um der Frau zu zeigen, hey, alles gut, kannst entspannt sein, ich bin jetzt zwar ein dominanter Typ, heißt jetzt aber nicht, dass du hier vergewaltigt wirst, so auch eine witzige Story. Ihre Freundin meinte dann, als sie mein Instagram-Profil gesehen hat, so, ey, das ist voll der Vergewaltiger, ich will nicht, dass du mit diesem Vergewaltiger nach Hause gehst. Und dann saßen wir da halt trotzdem später irgendwann, also war ja wohl nicht so wild, aber so am Anfang war ich so als der Vergewaltiger geframed, weil ich weiß auch nicht genau warum, keine Ahnung, weil ich Bilder von wo ich mit Frauen auf Instagram bin, habe, mit denen ich nicht mal mich küsse, bin ich der Vergewaltiger. Keine Ahnung, wie Frauen da immer Sachen reininterpretieren, das ist mir noch ein bisschen so ein Rätsel. Muss aber gar kein Problem sein, ich musste einfach lachen, als sie meinte, ja, meine Freundin meinte, du bist ein Vergewaltiger. Und ich so, ach, so ein Bullshit, ey. Und wir haben halt manchmal dann, also was ich gerne mache mit solchen Sachen, ich spiele dann gerne mit solchen Sachen, weißt du? Wir haben dann auch ab und zu nochmal mit diesen Vergewaltigungssachen so lustigerweise gespielt. Und ich habe ihr was zu trinken gegeben aus der Tasse, und dann meinte ich so, ja, hier, ich habe hier die Pillen reingetan, du bist dann gleich ohnmächtig, bereite dich schon mal noch vor. Und dann saß sie da und trank das Wasser und meinte dann zu mir so, ach scheiße, die Pillen wirken nicht so. Ich so, ja, ich gebe dir noch mehr, alles gut. Also ich nehme dann diese Sachen und spiele dann einfach damit und baue die lustig ein und nehme das einfach nicht ernst und lass mich davon auch überhaupt nicht verunsichern. Weil es ist halt egal, was die Frau jetzt gerade Negatives über dich denkt. Du erkennst anhand ihrer Handlung, wie sehr sie sich von dir angezogen fühlt. Und wenn sie sich von dir angezogen fühlt, wenn sie Lust auf dich hat, dann ist alles andere egal. Dann kannst du mit solchen Widerständen auch immer sehr spielerisch umgehen.
Ich hoffe, dass dieser Report hat dir geholfen, du konntest was daraus mitnehmen. Schreib mir gerne in die Kommentare weitere Fragen. Schreib mir auch mal, was du so in letzter Zeit für verrückte Geschichten mit Frauen erlebt hast. Teil das mal gerne in den Kommentaren mit den anderen Zuschauern. Freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Wenn du auch so verrückte Geschichten erleben willst, dann kannst du unten rechts in der Ecke dich fürs Coaching bewerben, da wo der Pfeil hin zeigt. Da kannst du den Channel abonnieren und ich freue mich, dich am Samstag wiederzusehen. Bis dahin, ciao.